Hallo und herzlich willkommen aus Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin der Jan. Ich mach's kurz. Ich habe heute für euch ja vielleicht das luxuriöseste SUV, das es aktuell auf dem Markt gibt dabei. Hinter mir steht da der Range Rover 5. Ein sehr wichtiges Modell für die Briten, ein sehr wichtiges Modell für uns und ich werde es euch heute einfach vorstellen, oder? Habt ihr Bock drauf, dann bleibt genau jetzt dran. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder dem etwas weniger bezaubernden Jan. Das bin ich. Was werden wir heute zusammen machen? Wir schauen uns die ja doch ein bisschen veränderte Optik an. Wir schauen uns die mega luxuriöse Ausstattungsvariante Autobiography im Innenraum an. Wir werden mit der bezaubernden Jessie zusammen fahren. Wir werden über den Preis, über das sehr dünn besiedelte Wettbewerbsumfeld sprechen. Ja, eben alles machen, was mich interessiert. Ich bin ein Egoist. Nein, bin ich nicht. Deshalb würde ich euch einladen, mich heute bei der Sache zu begleiten, die ich so sehr liebe, nämlich ein Review. Und am Ende vom Tag mache ich es für euch. Kommt mit. Ja, ganz am Anfang vom Tag spreche ich natürlich über unseren Lieblingskooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern wie meinauto.de. Schaut da gerne vorbei, ist eine gute Sache. Die werden lieben, dass es dieses Auto wohl Ende 2022, Anfang 2023 mit zwei Plug-in-Hybrid-Versionen mit ja, bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite geben wird. Wird spannend sein, wie dann noch die Förderung ist. 2022 gibt es noch bis zu 7.500 Euro Kaufpreisprämie und ihr zahlt nur die Hälfte, also 0,5% der Dienstwagensteuer. Aber was ich besser machen kann als Werbung, ist über die Historie, über das Wettbewerbsumfeld sprechen. Und Historie, dieses Auto gibt es seit 1970, also seit über 50 Jahren, was völlig verrückt ist. Ne? Inzwischen steht hier die fünfte Generation und mein Zutritt zu diesem Auto war, ich habe früher, Jessie wird es nicht gern hören wollen, aber eine Ex-Freundin überzeugen wollen von mir und mit der habe ich immer diese Serie geguckt, OC California. Und dieses Auto war für mich gar nicht so bekannt, aber dann habe ich es da immer gesehen und in OC ist es immer rumgefahren und war da halt so ein gesetztes, zurückhaltendes, klassisches Statussymbol. Und irgendwie fand ich das mega hot. Hier auf jeden Fall jetzt fünfte Generation, neue Plattform, zwei Plug-in-Hybrid-Varianten wird es geben. Sehr interessant, ab 2024 wohl wird es ein voll elektrisches Modell geben. Range Rover hat auch versprochen, dass ab 2030 jede Modelllinie eben Elektromotor bekommt da drin. Und naja, sowas zu verändern, sowas zu verbessern, ist natürlich schwierig, weil es natürlich ja, schon immer wahrscheinlich eins der luxuriösesten SUVs auf dem Markt, wahrscheinlich sogar ein Modell, was die SUV-Sparte sogar begründet hat. Inzwischen gibt es natürlich ein bisschen Wettbewerbsumfeld. Es gibt den GLS von Mercedes, wir haben euch auch den Maybach GLS vorgestellt, dieses Auto, was so springen kann. Wir haben ja natürlich einen Rolls-Royce Cullinan, wir haben einen Bentley Bentayga, man könnte vielleicht einen Audi Q7 auch noch mit rein oder BMW X7. All die Modelle haben wir euch vorgestellt, während Lambo Urus halt woanders rumschwimmt. Der will ein bisschen performanter sein. Aber dieses Auto gibt es halt auch mit V8-Motor. Ihr seht schon, ich bin kleiner Fanboy. Natürlich kann man jetzt die Diskussion aufmachen, passt es noch in die Zeit. Aber wir lieben Autos, wir lieben auch sowas. Und deshalb will ich mich da eigentlich heute raushalten und eigentlich eher so meiner automobilen Dieselleidenschaft frönen. Wenn wir jetzt hier über den sprechen, ist es interessant, denn es gibt SE, HSE, Autobiography haben wir hier stehen, fast volle Hütte. Es gibt die Special Vehicle Operation Abteilung hier und Autobiography ist jetzt hier drauf. Es gibt unzählige Farben. Wir haben einen Konfigurator mit 91 Seiten und da sind auch wirklich 91.000 Inhalte drin. Ich glaube 1,6 Millionen Kombinationen könnt ihr hier wählen, was völlig verrückt ist. Was auch verrückt ist, ist die Größe vom Auto. Der ist nämlich in jeder Radstandvariante gewachsen. 5 cm im Vergleich zum Vorgänger. Sieht man nicht, weil das Auto ist, so wie es hier steht, 5,25 Meter lang, hat 3,20 Meter Radstand. Die kurze Version ist 5,5 Meter lang, hat 3 Meter Radstand, also genau 20 cm kürzer. Macht es noch einen riesen Unterschied? Keine Ahnung. Schön ist, dass es die lange Version mit 7-Sitzer gibt. Die haben wir auch hier dabei, kann ich euch zeigen. Es wird also ein bisschen längeres Review, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt Zeit mitgebracht. Es gibt zwei Lichtvarianten hier im Facelift. Vorne ist alles ein bisschen zurückhaltender geworden. Wir haben das V8
Voll-LED-Licht, dann die größere Version, glaube ich, für 1.100 Euro. Wir haben hier nicht die Shadow-Line drauf, dann kommt alles in Dunkel, sondern klassisch Silber. Hier unten ist alles ja relativ geschlossen, zurückhaltend, Kamera nach vorne. Das ist natürlich von vorne eine richtige Bremme, eine richtige Wuchtbrumme, aber dieses Auto ist klassisch, hat hier ein wunderschönes Innenleben im Kühlergrill, die Leuchten sind vorne integriert. Das ist ein Designstück, was eigentlich ins MoMA gehört. Sehen die einen wahrscheinlich so, die anderen würden sagen, was soll das in der Zeit, aber naja, ich liebe halt Autos. Und wenn wir jetzt hier in der Seite drüber sprechen, haben wir halt dieses Designelement, was auch sehr klassisch ist für Range Rover. Wir haben 20 bis 23 Zoll Felgen, 380 mm Bremsen vorne, Durchmesser. Das Auto hat 90 cm Watttiefe, schaut euch das an, eine riesige Felge, hat fast 30 cm Bodenfreiheit. Und wir haben hier einen permanenten Allradantrieb, was Schönes, ein Mitteldifferential, ein Differential haben wir hinten und was Neues im Facelift, wir haben so eine Art Seamless Design bei den Fenstern hier oben, was richtig schön ist. Wir haben ein Glasdach hier drin und die Türgriffe sind ähnlich wie beim Velar versenkbar hier drin, was schön ist. Guck mal, wir haben nicht nur die Funktion, dass wir die versenken können, sondern eben auch, dass wir so eine Zuziehfunktion vorne genauso wie eben hinten haben. Ich zeige euch das mal, das ist nämlich richtig wichtig. So. Perfekt. Und zudem kommt natürlich auch eine Hinterradlenkung. Braucht man, warum? Bei diesem großen Radstand haben wir schon 11,54 Meter, glaube ich, Wendekreis und die lenkt bis zu 7 Grad entgegengesetzt der Vorderachse beim Einparken und lenkt dann bei höheren Geschwindigkeiten in die gleiche Richtung der Vorderachse. Aber das Highlight für mich vom Auto und das, was auch im Internet als Reel auf Instagram funktioniert ohne Ende, sind die Rückleuchten, weil da haben wir hier so einen kleinen roten Streifen. Wenn wir allerdings das Auto ausmachen, dann ist es schwarz, das ist patentiert, das hat aktuell nur Range Rover bei dem Range Rover 5 so. Range Rover steht hier ganz groß drauf. Dieses Grün hier drauf ist einfach eine Legende, passt perfekt zum Auto, genauso übrigens wie der Dieselmotor. Und jetzt wird's krass, denn der hat nicht nur auf meiner Seite hier einen 80-Liter-Tank, mit dem wir eine unglaubliche Flexibilität haben, genauso wie mit 700 Newtonmeter im Gelände. Drehmoment, sondern dieses Auto nimmt auch 3,5 Tonnen an Haken und ich mache es jetzt hinten mal auf und da kommt eine Besonderheit auf euch zu. Erst geht die Klappe oben auf und dann geht sie unten auf und ihr seht jetzt schon hier 7 Sitzer und natürlich das Schönste ist eigentlich hier dieses Event-Seating, das kann man hier so hoch machen. Ich setze mich einfach hier drauf, kann in die Ferne schauen zum Beispiel. Ja, hier zu diesem anderen Range Rover, der mein Video jetzt natürlich mit seinem Motor, den er laufen lässt, zerstört. Aber das macht nichts. Ich mache hier mal wieder zu. Es gibt hier auch so Lederauflagen dafür, was richtig nett ist. Und dann haben wir hier diese Abdeckung quasi als Ladesicherung. Aber viel schöner ist, dass das hier natürlich richtig viel Gewicht erträgt. Ihr seht schon meins. Ich klappe jetzt hier mal alle 4 Sitze um, das sollte funktionieren. Jetzt schaut mal, wie great das ist. Erstmal die Sitze vorne fahren nach vorne, die zweite Sitzreihe fährt nach unten und die dritte Sitzreihe fährt dann hinten hoch. Das ist schon wirklich krass und eigentlich noch cooler ist, dass ihr hier auf diesem Knopf hoch und runter fahren könnt. Das heißt zum Beladen, ich glaube, das hat etwa ja, knapp unter 10 cm Spiel. Die Luftfederung, die wir hier drin haben, könnt ihr ganz runterfahren. Oder ihr könnt das Auto auch relativ schnell ganz hoch fahren, zum Beispiel fürs Gelände, was ja, richtig cool ist. Ne? Ich mache es jetzt mal auf so eine mittlere Höhe und vor allem stelle ich jetzt die ganzen Sitze wieder hoch. Schaut es euch gern von hinten an, weil das ist wirklich beeindruckend. Wenn sie hochgefahren sind, kann ich euch eins sagen, wir haben hier unten ja, also wir müssen eigentlich immer unten hochfahren, dann oben. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht erst unten drücken, sondern ihr könnt auch hier drücken. Dann kommt das untere Teil, das obere, also no worries. Ne? Normalerweise gehe ich immer auf die andere Seite, aber hier muss und will ich euch jetzt eine Sache zeigen. Genug Platz sollte eigentlich sein. Wir können den Sitz hier nach vorne fahren und jetzt schauen wir uns halt auch tatsächlich mal an, ob ich dann Platz hinten habe. Schaut euch vielleicht lieber an, wie die Sitze nach vorne fahren. Ich gehe mal rein. Und das ist halt krass, ne? Stellt euch vor, ihr seid in OC, California
Und dann könnt ihr wirklich mit 7 Leuten hier unterwegs sein. Hier ist auch wirklich genug Platz. Das ist schon gut, ne? Hier hinten fast sogar für den Kopf. Dann haben wir hier noch so ein Cupholder, was Gutes. Auf der Seite sogar Sitzheizung da hinten. Könnt auch den Sitz nochmal nach vorne oder nach hinten fahren von der Seite. Ich könnte auch zum Beispiel den Sitz wieder nach hinten fahren. Das ist schon mega cool, oder? Also, aber jetzt fahre ich mal hier nach hinten, da nach vorne, komm raus. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen umständlich, aber ich will und muss euch ja alles zeigen. Fahre jetzt hier die Sitzreihe nach hinten, gehe gleichzeitig auf der anderen Seite rein, weil euch interessiert ja ganz bestimmt, wie viel Platz ist da hinten. Und genau, falsche Seite, Jan. Ich bin da schon ein bisschen verwirrt. So, ich fahre dann jetzt mal hier noch nach hinten. Genau, ein Stück, komm hier rein, geht natürlich noch ein Stück nach hinten, aber ist jetzt auch gar nicht nötig. Glasdach hier drin, mega luxuriöse Lederverarbeitung hier, ich habe mega viel Platz für die Knie. Ich habe quasi keinen Mitteltunnel hier und jetzt schaut mal, hier habe ich eben noch eine Auflage. Es gibt auch diese Event-Seating-Sache hier, da habt ihr nicht nur einen Cupholder hier, sondern habt hinten eben nicht nur die Meridian-Anlage, sondern noch Bildschirme, könnt hier dann noch was machen, habt hier nochmal so ein kleines Secret-Fach, was auch mit Samt ausgeformt ist. Das ist schon wirklich richtig gut, aber wenn ihr euch das Leder hier anschauen wollt, Alter, ist das ein krasser Luxushobel. Wir werden später darüber sprechen, was der ja so kostet. Da unten haben wir noch 2 USB-C-Stecker, eine 12-Volt-Steckdose, also Kinder müssen sich auch hier nicht streiten. Aber ich glaube, Kinder, die in so einem Auto mitfahren dürfen, sind sowieso privilegiert. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Meridian-Anlage. Türgriff finde ich nicht ganz so geil integriert, weil den findet man nicht so leicht, außer man kennt das Auto. Lederbezug haben wir eben hier. Hier kann man die Sitze dann nochmal verstellen, nach vorne oder nach hinten fahren. Ach so, Zündung. So, schaut mal, hier nach vorne oder nach hinten fahren. Genau, da ist es, Zündung war aus. Ihr habt nochmal Platz in der Tür drin. Ihr habt eine Autobiography-Einstiegsleiste da unten. Und jetzt mache ich hier mal zu, mache gleichzeitig vorne auf und wir sprechen über die ganzen Motoren. Und ich sage euch ehrlich, ganz am Anfang, ich glaube etwa die Hälfte nimmt Benziner, die Hälfte nimmt Diesel. Ich würde dieses Auto immer mit einem Diesel nehmen. Deshalb beginnen wir vielleicht erstmal mit den Dieseln. Es gibt den D250, es gibt den D300, es gibt den D350. Wir haben hier den D350 stehen. Ich mache ihn euch einfach mal hier auf. Hier ist er. N3 Liter, 6 Zylinder Motor, 350 PS, ne? Der hat 700 Newtonmeter Drehmoment, das Auto wiegt etwa 2,6 Tonnen, geht in 6,4 Sekunden auf 100, wird 234 km/h schnell. Ja, und hat einen Normverbrauch von unter 8,5 Litern, was richtig gut ist. Dazu haben wir halt noch ja, die Benziner. Ne? Das ist ein kleinerer Benziner, dann haben wir noch den größeren und beide bekommen halt Ende des Jahres noch eine Plug-in-Hybride Version. Was wir jetzt allerdings machen, ist nicht zu lange über die Motoren sprechen, ich habe auch wirklich schon genug erzählt, sondern wir gehen rein, ich zeige euch den Innenraum. Danach wird gefahren zusammen mit Jesse. Wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt genau jetzt dran und kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und der hat eine tolle Architektur, ist clean, modern, technische Einbindung mega, sehr luxuriös. Aber ich zeige ihn euch jetzt einfach mal, oder? Und beginnen möchte ich mit diesem riesigen Glasschiebe-Panoramadach. Da würde ich weiß, ich sage es in jedem Review, nicht drauf verzichten wollen, weil das macht den Innenraum wunderbar hell. Ich mache es jetzt aber, damit das Licht hier drin ein bisschen sanfter wird, das ist sehr heiß, wie ihr seht, einfach mal zu. Und naja, das Wichtigste für mich in einem Auto sind ganz klar die Sitze und die sind ein echtes Highlight. Die sind mega bequem, perforiert, geben guten Seitenhalt, Sitzheizung, Sitzkühlung, Massagefunktion und wir haben hier drin so eine Active Noise Cancelling Funktion, das heißt Lautsprecher in den Kopf stützen. Das soll beim Fahren der leiseste Innenraum seiner Klasse sein und man kann sich hier auch richtig schön reinflätzen. Dann haben wir hier so Busfahrer-eske Armauflagen. Ich finde das mega, wenn ich so ein Schiff fahre, die zu haben. Und jetzt machen wir mal den Schwenk vorbei an der Meridian-Anlage, vorbei am PV-System in die Tür, dann mal wieder die Meridian-Anlage. An den Türgriff da drin muss man sich ein bisschen gewöhnen, weil den findet man schlecht. Wir haben sehr viel Platz unten in der Tür. Wir haben leider Klavierlack da drin und auch an die Sitzverstellmöglichkeiten muss ich mich gewöhnen, aber das ist sehr Mercedes-esque. Schön gepolsterte Armauflage da drin und
Naja, für Jesse immer wichtig, Einstiegsleiste, da steht Autobiography drauf, hochfloriger Teppich und ein Secretfach haben wir auch, schaut mal hier, haben wir so ein Handschuhfach, schön mit Samt ausgekleidet und unten haben wir auch noch eins, mega gut und jetzt beschäftigen wir uns schon mit der Mittelkonsole und da haben wir hier leider viel Klavierlack, aber ihr müsst das nicht nehmen, ihr könnt dieses offenporige Holz nehmen, das ist viel schicker aus meiner Sicht. Hier haben wir die Verstellmöglichkeiten für die Klimaanlage, induktive Ladefläche hier fürs Handy, USB-Stecker mit Samt ausgekleidet. Macht das zu, ist es weg. Der kleine, geschmeidige Gangwahlhebel für die 8-Gang-Box von ZF, Start-Stopp-Knopf, lauter leiser Regler hier noch. Den Fahrmodi-Schalter haben wir hier von Dynamic Eco hin bis zu den ganzen Offroad-Modi haben wir dann hier alles. Hier ist noch ein Becherhalter, so sieht er übrigens aus. Der Schlüssel kann man alles schön schließen hier und die Armauflage ist nicht nur gut gepolstert, sondern bietet auch richtig viel Platz. Und jetzt würde ich Jesse eigentlich schon bitten reinzukommen und wir beschäftigen uns mit dem Lenkrad und vieles hier drin erinnert mich auch so ein bisschen an den Defender und das meine ich eigentlich echt positiv, weil das Lenkrad, schaut mal hier, groß, gut gepolstert, eher fest. Zwei Speichen und hier die Gangwahlhebel für die 8-Gang-Automatik. Dann können wir dieses digitale Cockpit hier steuern. Und was ich euch da eigentlich zeigen will, ist das Display-Layout, was man dann hier reinbekommt. Schaut mal. Und da könnt ihr eben zum Beispiel die Karte groß machen, hier auf diesem Knopf. Ihr könnt allerdings auch das fokussieren, was auch ganz nett aussieht. Und vorne haben wir dann ein riesiges Head-Up-Display auf der anderen Seite vom Lenkrad, wo Range Rover sehr prominent im lederbezogenen Pralltop steht, haben wir die Lenkradheizung, die Assistenten. Ihr könnt das Lenkrad auch hier elektrisch verstellen. Die Sitzverstellung funktioniert hier auch richtig gut. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Peavey. Und was ich am meisten mag, ist nicht seine Modernität nur, sondern auch seine Übersichtlichkeit. Hier habt ihr so eine Homescreen-Ansicht mit den wichtigsten Dingen. Könnt ihr euch dann auch zum Beispiel auf diesem Knopf hier frei belegen, was ich richtig gut finde. Meine Lieblingsansicht ist allerdings die, denn hier haben wir alle Apps drin, zum Beispiel die Kamera. Und ganz ehrlich, das ist ein Highlight, diese 3D-Ansicht. Sieht man jetzt nicht so gut, weil Jesse die Tür offen hat. Aber ihr könnt hier einmal ums Auto drumherum das auch während der Fahrt nutzen. Im Gelände haben wir hier eine Durchsicht quasi durch die Haube und zum Boden hin, was mega praktisch ist. Ihr seht hier auch die Sperrdifferenziale zum Beispiel. Ja, und dann gehe ich mal wieder hier zurück. Sitze ist natürlich auch ein Highlight, dass wir hier die verschiedenen Massagefunktionen haben. Ihr könnt es hier anpassen. Ihr habt die Sitzheizung zum Beispiel. Hier mache ich jetzt mal lieber nicht an, sonst gibt es Ärger. Die Klimaeinstellung ist auch ein Highlight, denn ihr habt hier die Belüftungsöffnung, die ihr steuern könnt zum Beispiel, fast ein bisschen Tesla-mäßig. Die Luftqualität hier drin ist mega ionisiert. CO2. Ihr seht dann auch, ne, ob ihr stinkt oder nicht hier drin, was sehr cool ist. Und wenn ihr dann hier wieder zurückgeht, ist noch ein Highlight von mir die Eco-Daten, weil es geht beim Auto ja auch darum, dass man einen soliden Verbrauch hat. Aus meiner Sicht sehr wichtig, Dynamic-Modus, fast ein bisschen lustig. Und ihr seht da, Motor könnt ihr verstellen, Lenkung könnt ihr verstellen, Getriebe. Ihr könnt verstellen hier eben die Luftfederung in der Härte, Rundenzeiten habt ihr hier ein G-Kraftmesser. Aber für die meisten wahrscheinlich am wichtigsten ist der Offroad-Modus, weil dieses Auto steht für absolute Offroad-Fähigkeit hier. Ihr habt diese Ansicht, ihr habt die Watttiefe, die ihr drin habt. Ihr habt weitere Infos, wo ihr euch die ganzen Modi dann einfach erklären lassen könnt. Und viele werden jetzt sagen, Mann, Jan, du hast doch außen vergessen, über die Ausmaße zu sprechen, über die Neigungswinkel und alles. Und das habt ihr jetzt hier drin, was toll ist. Ihr habt da dann die Ausmaße, könnt auch unterschiedliche Höhen beim Auto einstellen. Habt hier diese EV-Knopfsache, die interessant ist. Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück. Innenraumbeleuchtung, Wetter, Alexa, Luftqualität. Also hier gibt es echt eine Menge und vor allem ist es übersichtlich. Ach so, eine Sache noch. Schaut mal da hinten die Weltkugel. Wir haben hier einen digitalen Rückspiegel, seht dann den zwei Finnen hinten am Auto. An, aus, an, aus. Was wir jetzt machen, ist die bezaubernde Jessie dazu holen. Genau, und dann fahren wir eine Runde. Komm mit. Da ist sie, Jessie. Jessie, wie geht's dir heute? Heute geht's mir nicht so gut, aber das Auto macht's wieder wett. Und ich bin ja ein guter Laune-Magnet. Wir bekommen das heute zusammen hin. Hast du Bock? Was hältst du von Range Rover? Hast du auch OC California geguckt? Ich habe nicht OC California geguckt. Ich wusste auch nicht, dass du meine Ex-Freundin hattest. Also ich war Jungfrau, bevor wir uns kennengelernt haben.
Lassen wir das, fahren wir los. Ich möchte noch kurz was zum Range Rover sagen. Ich finde den mega. Freut euch drauf. Vor allem auf die Fahrsequenz. California, here we come. Also ich war jetzt los hier. Ist fies, ne? Jetzt kriege ich wieder böse Kommentare. Aber jetzt guckt mal hier, das ist unglaublich nahezu der Wendekreis. Wir kommen zwar nicht ganz rum, aber bei dem riesigen Radstand hier ist es schon krass. Und jetzt, was ich toll finde, schaut mal euch das hier an. Nice. Das ist nicht nur ein Reel, vor allem seht ihr auch da hinten den anderen. Ich glaube, das ist der kurze Radstand. Wahnsinn. Achtung, du fährst hinten drauf. Und ich weiß das doch. Ich habe eine tolle Geländekamera, Jessica. Ja, stimmt. Und vor allem haben wir dann hier die Möglichkeit, hinten auch zu putzen. Geil. Wie krass ist das? Habe ich jetzt erst bemerkt. Cool. Und jetzt haben wir hier diese Durchsicht. Für diejenigen, die Geländefahren ernst nehmen, ist es mega. Auch die Sperrdifferenziale hier sieht man dann offen zu. Und was das Auto natürlich Tolles hat, ist auch eine Wankstabilisierung. Hier müssen wir uns jetzt den Fahrmodus anschauen. Wir haben ja da draußen Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Sand, Felskriechen, Watten. Ich glaube, Sand ist gut, oder? Und jetzt schaut euch das hier einfach mal an. Ne? Also es ist kein krasses Gelände und irgendwie fühlt es sich auch falsch an, mit dem Auto ein krasses Gelände zu fahren, oder? Es fühlt sich so falsch an, wie mit der besten Frau der Welt in ein schlechtes Restaurant zu gehen. Dafür ist das Leben zu kurz. Und jetzt schaut mal hier die 3D-Ansicht. Wenn man sich das hier anschaut jetzt mal, ist es natürlich great. Schaut mal hier. Erstens sieht es mega cool aus, hier durchzufahren, finde ich zumindest. Ne? Und dann ist es halt zusätzlich auch ja, ganz nützlich aus meiner Sicht. Aber ehrlich gesagt ist es zu wenig Gelände, als dass wir nicht den ganz normalen Komfortmodus hier drin haben können. Und jetzt haben wir hier eine Wankstabilisierung, die nutzt auch die topografischen Daten. Schaut mal vorne übrigens hier die Schranke, die hoffentlich jetzt für uns aufgeht. Oha. Eine Sache dazu, die nutzt nur die topografischen Daten, wenn ihr die Navigation eingibt. Also wenn ihr eine Navi habt, dann speichert ihr die nächsten 3 Kilometer und passt eben das Ganze darauf an, was halt mega krass ist. Die Kurven und so weiter sind dann halt schon vorgespeichert. Mega, ja. Und das funktioniert auch richtig gut. Und was mich überrascht hat, ist, wir haben ja immer eine Luftfederung hier drin und die ist so weich. Alter, die ist mir fast ein bisschen zu weich, aber ich glaube, Leute, die dieses Auto kaufen, die werden das lieben. Was ich auch nicht mag, ist dieser digitale Rückspiegel. Ich mache den immer aus, aber vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Ich mag auch digitale Außenspiegel nicht. Die Lenkung. Wenn wir jetzt über das Auto sprechen, die ist sehr zurückhaltend, ne? Die ist sehr komfortabel. Ich glaube, Amis würden dieses Auto, wenn sie sich's leisten können, direkt einfach so in ihr Herz schließen, kaufen. Die 8-Gang-Box von ZF, die ist bewährt, die ist richtig gut, die ist sanft. Und jetzt mache ich hier mal ja, eben den Sportmodus rein. Das seht ihr dann hier. Wir haben auch eine Sportansicht, die ich euch, glaube ich, zusätzlich noch. Schau mal, hier könnt ihr auch die Höhe reinmachen könnte gleich. Aber jetzt machen wir eine Sache, also bremsen, ne, links Bremse, rechts Gas, vorbeschleunigen und jetzt geht der Alter. Halt, Alter, also richtig gut auf 100. Im Head-Up-Display vorne sieht man das auch und jetzt haben wir eine Kurve. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil das Auto wiegt 2,6 Tonnen und der treibt uns in der Kurve schon nach außen. Der permanente Allrad, der flexibel ist und die Wankstabilisierung und die Sperrdifferenziale, die wirken halt ein bisschen gegen. Und was mich überrascht ist, man kann so ein Auto ja auf mehrere Arten weich machen. Entweder eine ganz weiche Federung und eine gute Wankstabilisierung hier drin oder man lässt so ein bisschen Range Rover untypisch eigentlich, aber eher vielleicht Rolls-Royce-esque so ein bisschen in die Kurve reinwanken, so, dass wir vorne starke Nick und Neigungsbewegung haben, haben wir aber nicht. Der liegt nämlich sehr gut auf der Straße, das ist ein richtig gutes Auto, 700 Newtonmeter Drehmoment, angegeben mit 8,3 Litern. Wir haben es wirklich geschafft, den mit deutlich unter 9 Litern zu fahren, auch mit der Elektrifizierung hier drin, gefällt mir schon gut. Schaut euch gerne mal das Head-Up-Display vorne an. Was man natürlich wissen muss, wo uns jetzt hier so ein LKW entgegenkommt, ist eine Sache. Die Ausmaße von Otto, die wollen bedient werden können. Wäre dir zu groß? Ja, also mir wäre zu groß und auch zu lang. Ich würde, wenn, dann den kurzen Radstand nehmen, 5 Meter Länge, ist ja relativ, bin halt ein bisschen daneben. 5 Meter, du bist nicht daneben, du bist immer richtig. Versus 5,25 Meter, aber durch die Allradlenkung kommt man hier schon ganz gut rum. Die Breite mit 2,20 Meter mit ausgeklappten Spiegeln ist aber schon heftig.
Muss man schon wollen. Ja. Viele werden das Auto in der Stadt fahren, was halt gut ist. Die Allradlenkung hier drin, die sorgt halt zusätzlich für eine hohe Spurstabilität, merkt man auch. Aber bei niedrigen Geschwindigkeiten ist dieses Auto wendig, hat fast die Wendigkeit von einem Golf, was natürlich für diese Technik spricht, die hier serienmäßig drin verarbeitet ist. Ich liebe hier ja so Gangwahlhebel. Jetzt ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich würde das Auto liebend gern für euch auf der German Autobahn präsentieren. 180 fahren und diese Noise Cancelling hier drin, das ist jetzt schwierig für euch, ne? Weil das Auto ist so leise, das ist super ruhig, dass es fast so ein bisschen schon von der Straße entfernt, oder? Ja, es war sogar beim V8, den wir gestern getestet haben, so, dass man relativ wenig da gehört hat. Oh nein! Guck mal, Gelände. Schau mal, wir haben hier einfach eine Wiese und das ist halt krass. Na, guck mal, ihr könnt halt einfach durch die Wiese, ich fahre den jetzt hier auch hoch, ne? Habe ich vielleicht ein bisschen besser zu spät gemacht, normal. Und die Fahrmodi, habe ich euch ja gesagt, die haben halt echt eine krasse Spreizung auch. Und jetzt guckt mal hier, berghoch geht der halt auch richtig. Für mich ist der Diesel aus Kombination aus Drehmoment und Verbrauch genau der richtige Motor hier drin. Ihr könnt hier auch die Assistenten einstellen, Limiter. Dann habt ihr einen Spurhalteassistent, der regelt dann auch den Abstand zum Vordermann, könnt teilautonom Level 2 unterwegs sein. Das ist gut. Ich habe dich unterbrochen, Jessie. Nicht schlimm, also ich würde auch diesen Motor nehmen, der ist total rund. Ihr habt einen relativ guten Verbrauch, vor allem eben für 2,666 Kilo, also 2666 Kilo. 2 Kilo wiegt, ja. Das ist krass und wie gesagt, der ist deutlich runder als find der V8. Finde ich auch, er ist runder als der V8 und besseres Match für dieses Auto. Viele haben Dieselangst, aus meiner Sicht zu Unrecht. Klar, die Preise werden halt auch immer höher für einen Diesel. D250, D300, D350, welcher Diesel wäre es für dich? Welches Schweindl wäre es für dich? Der. Der? 50. Oder doch PHEV, der dann kommt mit 100 Kilometern Reichweite. Auch gut, eine 100 Kilometer Reichweite ist natürlich klasse. Wieder, aber der Verbrauch ist, würde ich gerne mal testen, weil 38,2 Kilowattstunden fassender Akku ist es dann, bis 2,6 Tonnen. Müssen wir mal ausprobieren. Oder doch Elektro. Das wäre natürlich geil. Ja, lieber spannend. Elektro. Ja, wann kommt der? Komisch elektronisch, wohl 2024. Wir werden ihn euch zeigen. Was ich jetzt mache, nicht Jessie, weil die muss ich ein bisschen ausruhen, ist ein Fazit. Ja, kommen wir zu meinem luxuriösen, pompösen Fazit. Was berechtigt mich eigentlich dazu, über so ein krankes Luxusgut zu sprechen? Natürlich meine OC California-Vergangenheit, die Serie. Ich habe das Auto komplett gecheckt. Der Range Rover, auch in der fünften Generation, ist nicht prollig à la G63, sondern das ist ein Establishment-Statussymbol, was sehr klassisch und irgendwie trotzdem, ich weiß, es klingt verrückt, zurückhaltend ist. Die fünfte Generation ist weiter ein völlig klarer Design-Klassiker. Die ist schöner geworden, die hat zwar kleine Änderungen, aber dafür große optische Effekte. Wir haben unglaublich viele Motoren, ich habe es euch ja gesagt, ich würde einen Diesel für dieses Auto auf jeden Fall vorziehen. Wir haben allerdings auch einen V8, den wohl auch sehr viele nehmen. Ich glaube auch, dass in Zukunft sehr viele auf den Plug-in-Hybriden springen werden, denn der hat halt ja eine Reichweite, die Benchmark ist aktuell mit 100 Kilometern, wenn er dann endlich kommt. Der Innenraum ist mega. Die Flexibilität bei diesem Auto ist krass. Die geht von, wir können den schon ein bisschen böse in schwarz mit Shadow-Paket machen, bis hin zu relativ klassisch mit den ganzen Chrom-Elementen und so einem Racing-Green hier zum Beispiel drauf. Wir haben das Event-Seating da hinten drin, wir haben das PV-Infotainment, wir haben sehr viele Assistenten hier drin und moderne Motoren aus meiner Sicht. Dieses Auto fühlt sich irgendwo in Hamburg, in London, genauso wie in OC California zu Hause. Das einzige Problem, was ich habe, ich hätte den gerne, nur ich habe überhaupt keine Möglichkeit, mir den leisten zu können, denn der beginnt bei 125.000 Euro. Das sind ziemlich genau 125.900 Euro und wenn ihr den Diesel wollt, den D350, dann liegt er schon bei 150.000 Euro. Wollt ihr diese Version hier lang, ne, mit dem Motor Autobiography, liegt er schon bei 160.000 Euro, was verrückt ist. Ihr bekommt dieses Auto, glaube ich, voll lang, 7-Sitzer und so. Ja, bei deutlich über 200.000 Euro. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner Co-Leasy. Was machen die? Ja, die machen das Auto für euch günstiger im Leasing-Vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern.
Oh, jetzt wurde ich gestochen. Suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus bei zum Beispiel meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet bei dem Typ, der jetzt Bremsstich am Nacken hat. The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden, sehr tapfer hinter der Kamera stehenden Jessie heute oder eben von mir. Abonniert genau jetzt den Kanal. Macht euch Range Rover reich, unsterblich und dann bis bald.